Hallo, liebe Pathfinder Kingmaker, Freunde, hier sind wir wieder und ja, weiter mit unserem neuen Kapitel mit Megavan und seiner Truppe. Und schauen uns mal an, was er so in der Zwischenzeit erlebt hat, während wir uns ja mit diversen Nymphen und was weiß ich alles rumgeplagt haben. So, okay, wir haben hier noch so Boots drin. Ich muss mir meine Truppe nochmal genauer angucken, was sie alles so können. Muss ich mich erstmal so dran gewöhnen. Ich glaube, wir geben ihm mal ihm ein Schild und schauen. Das können wir ja noch Nützliches machen. Achso, Moment. Wir hatten noch einen Stufenaufstieg. Was für ein Ding? Okay, wie du meinst. Er kriegt ja noch einen Zauber dazu. Den muss ich ihm natürlich noch geben, weil beim nächsten Mal schlafen lernt er den dann. Falsches Leben haben wir schon. Kleinen Flammenelementar. Gut, mehr haben wir jetzt eh nicht zur Auswahl. Und ihm könnten wir auch noch mal die stinkende Wolke hier geben. Oder das gemeinschaftliche Energie widerstehen. Feuerball. Ah, das ist natürlich immer riskant, dieses Ding. Aber wenn wir mal wieder angegriffen werden mit hier Kälte, Säure, ist das nicht schlecht, das zu machen. Ansonsten haben wir hier nichts Neues. Er hat mir alles vergeben. Hier haben wir noch was Neues dazu bekommen. Also Stufe 2 Zauber können wir noch einen dazu nehmen. Mühelose Rüstung. Das ist aber eher für ihn hier. Er hat einen Malus 0. Also ist es Quatsch. Weil er hat keinen Rüstungsmalus, den er dadurch aufheben müsste. Gut, dann braucht man das nicht. Haben wir eine Weisheit braucht? Das ist eigentlich was für ihn dann, ne? Okay, aber was ist dafür? Kriegt für seine Fertigkeitswürfe. Ah, gut, können wir mal machen. So, haben wir was Nützliches? Tote beleben. Mittlere Entfernung. Das ist gut gegen untote Kreaturen. Magisches Gewand. Genau das brauche ich. Jawohl. Hey doch. Das ist doch wunderbar. So, und ich das einen vergessen habe. Dann haben wir den Hirsch. Okay, der kann ich zaubern. Gut, Harry Hirsch. Jetzt haben wir alles geordnet. Jetzt gehen wir mal rein. Und schauen wir uns diese Höhle an. Auch nicht schon wieder Goblins. Euer Gnaden, tue gut, nicht treten müssen. Truhen, manchmal fressen Goblins. Ich gesehen, wer mich fressen, ihr kein Baron mehr. Okay. Ich will euch öffnen, Baron, euer Gnaden. Ach, Goblins. Ich, Baron, tue meins. Nicht anfassen, Schatz von Baron. Ach ja, okay. Goblins. Na gut, wir hatten ja auch schon mal mit so einer Truhe zu tun, die nach uns gebissen hat. Ist auch ein lustiger, eigentlich die beste Tarnung für so ein Rollenspielmonster, sich als Truhe tarnen. Jeder will Truhen aufmachen in so einem Spiel. Da muss man hier schon eigentlich. Hier. Den platzieren wir mal hier. So. Gucken wir mal. Rabauke. You can trust in me. At your service. So, gucken. Wie gut ist denn Rabauke eigentlich in Tarnung? Heimlichkeit. Geht.
Ja. Das Megawarn eigentlich am besten. Ich dachte, der hätte auch, hat der nicht auch noch irgendeinen Zaun? My plans always come to fruition. Dachte ich. Aufblitzen können eher noch, okay. Okay, der ist dieser Goblin. So. Göttliche Gunst und Feuer. No one stands in my way. So, wo haben sie? Gut, du greifst den an. Du machst mal direkt einen schönen Angriff. Nee, das brauchst du nicht. Du machst das automatisch. Aber das hast du schon. Okay. Und der Hirsch. Kann der hier durch? Ja. Macht man Sturmangriff auf den hier. Was macht Tehara? Die schießt auch auf den. Hier haben wir einen Fernkämpfer. Schießt mal eher auf den hier. Er macht sein Säure-Ding. Und Mega lassen wir jetzt erstmal. Er kann auf sich selbst auch mal eine Magierrüstung machen. Bauke ist noch nicht so weit. So. Ah, da geht noch vorne. Macht er den Hirsch da? Okay, der ist nicht rumgekommen. Da müssen wir es so machen. Okay, Mega One, greif an. Den brauchen wir jetzt. Tehara ist hier auf den am Schießen. Okay. Der ist wirklich am Boxen. Interessant. Okay, die gehen wir am besten mal ein bisschen in den Defensivmodus. Fight me. Deutsch an Fehlschlag. Megawarn 8 Schaden gemacht. An euer Gnaden. Achso, das ist der Chef von denen. Er macht hier seine Säurespritzer-Geschichte. Eins, die drei. Dann machen wir hier einen Flammenbogen. Hier sind mehrere Goblins. Oh, den Hirsch hat umgehauen. Okay. Okay, die haben erwischt. Victory is near. Ist hier doch irgendwo einer? Ach, der Elch war das. Ich dachte, der kreischt da. Okay. War's das? Nette Goblin-Höhle hier. Ich weiß nicht, wie die alle Knochen rumliegen. Die sind so unhygienisch, diese Goblins. Na gut. Großartig Schaden haben wir nicht bekommen, nur so ein bisschen. I'm losing my temper.
Ask away. Die ganzen Halshammer rausgenommen. Never hesitate. Okay. So, machen wir mal unseren Elch heilen. Okay. Mit 14 ist er schon ziemlich gut geheilt. Da sieht man mal, wie wenig Lebenspunkte wir hier haben. Da reicht so ein kleiner Zauber schon. Ja, ich glaube, den Rest spare ich mir die Rollen erstmal noch. So, gucken wir mal, was wir jetzt in dieser wunderschönen Höhle so finden. Erstmal Krempel von den Goblins. Das ist ja gar nichts wert. Okay. Hier ist was. Und dann gucken, dass wir keine Falle laufen. Aber ich glaube, die werden in ihrer eigenen Höhle wohl keine Fallen aufgestellt haben. Was haben wir hier? Verzierte Scheide. Hm, okay. Verbündeten der Natur herbeizaubern. Mhm. Das ist nichts. 10 Gold. Schutz vor Bösen. Mhm. Ja, gut. Der Elch quietscht. Der müsste mal geölt werden. Hier liegt ein Toter, okay. Den haben die Goblins anscheinend erwischt. Weihrauch. 2 Gold. Okay, hier sind Fässer. Launebären. Ha? Vom Liner Launebären pflückt. Wir nehmen mal alles mit. Launebären? Und Fleisch, okay. Dann können wir uns wieder was Schönes kochen. Na, das ist eher Klumpatsch hier alles. Oh, die Schwerter sind gut. Die Heiltränke können wir auch gebrauchen. Und, nicht identifiziert. Eine Lederrüstung plus 1. Naja, gut, die brauchen wir zwar nicht, aber die bringt uns Geld. Falls wir mal irgendwo hinkommen, wo wir das gebrauchen können, natürlich. Weil, ja, ne? Hm. Plus 4 Rüstungsklasse. Das ist eine sehr leichte Rüstung. Kann eigentlich keiner gebrauchen von uns. Der braucht eh keine. Ne, die können wir verkaufen. Nochmal Kurzschwert Meisterstück. Oh, die besser als das, was er hat. Nee. Hier noch so ein Kurzbogen. Gut. Haben die denn eigentlich hier im Kämpfen? Mega war noch 43 Schaden gemacht. Oh. Beim Luchsauge. Das war gar nicht so schlecht. Muss bei ihm nur höllisch aufpassen, weil er so eine schlechte Rüstung hat. Radan 8 Schaden gemacht. Mega warm. Tihara mit dem Bogen. Gecko 8. Sehr winzige Schadensdinger, die hier machen. Zielfall 25. Okay, mit dem Flammenbogen. Die Radar macht mit der Axt auch immer regelmäßigen Schaden. Rabauke 7. Mhm. Ja, Bauke weiß ich noch nicht so ganz, ob der da wirklich was taugt mit seinen Boxschlägen. Hm, naja, gut. Müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, an diesen neuen Stil hier. So, haben wir jetzt alles durchsucht. Jetzt haben wir nur noch diese Truhe. Geheimnisvolle Truhe. Hm, mal sehen, was da wohl drin ist. What? Die kriegt sie auf. Okay. Das hat er denn mal gewürfelt? Hm. Hm. Genau 21. Ja, gut, dass wir zwei haben, die Tricks haben, drauf haben. Schleifstein. Käfer in Bernstein. Okay.
Keine Feder. Nee, feine Feder. Keine Feder. Ich habe keine Feder gelesen. Okay. Boah. Der komplette Schatz der Goblins hier. Und ein Amulett. Oh. Oh, Amulett der natürlichen Rüstung. Wem können wir denn das geben? Bringt das hier bei denen was? Normalerweise. Okay, bei ihr bringt es noch was. Er hat schon eins. Also bei ihm würde ich ihr das nicht wegnehmen. Bringt das bei ihm was? Okay, eins. Oder nehmen wir das ihm. Da steht ja eher an der Front, würde ich mal sagen. Dann geben wir das ihm noch, hat er zumindest ein bisschen bessere Rüstungsklasse. Ja, ganz nett. Das ist die Ausbeute hier. So für den Anfang. So, haben wir nichts übersehen. Ah, hier ist noch was. Oder, nee, das haben wir schon, ne? Ja, dieses komische Karma brauchen wir nicht. Wir haben eh schlechtes Karma. Oh, hier ist noch ein Fässchen, oder? Alte Karte von Avistan, 2 Gold und, klar, ja, simpler Kurzbogen. Hier ist ein Gelump, okay. Gut, dann haben wir alles. Haben wir hier in der Gegend zumindest für Ruhe gesorgt und die Goblins sind beseitigt. So, dann haben wir ja alles auf der Karte, ne? Okay. Hier war sonst nichts, ne? Okay, dann können wir die Karte verlassen. Denke ich mal. Und gucken wir mal, was wir als nächstes hier so finden. Oder sollen wir schon mal rasten? Ich weiß nicht. Wie viel Zeitdruck wir hier haben, keine Ahnung. Komischen Hammer. Dinger. Nee, das ist alles nichts. So, gehen wir mal weiter. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Interessant, diesmal wird man echt fremdgesteuert hier. Jetzt machen wir was anderes. Was sind wir denn jetzt eigentlich? Stadt der leeren Augen. Ah, das klingt nach einem schönen, touristisch interessanten Ort. Was jetzt? Oh. Diese einst ruhige Lichtung im Herzen der Ebenen von Dunkelwacht endet nun an eine felsige Küste, die das Nahen einer tödlichen Welle erwartet. Einige Zentauren überragen eine Handvoll Leute, scharren mit ihren Hufen auf dem Boden und schlagen immer wieder mit ihren Hinterläufen aus. Nicht mehr lange, dann trampeln sie ihre verängstigte Beute nieder. Was ist hier los? Was? Quetislava, kann ich auch aussprechen hier. Quetislava, als sie euch sieht, löst sich eine Frau in bäuerlichen Gewändern von der Gruppe und wirft sich Merga vor Füßen. Euer Gnaden, Baron Waren. Woher kennt ihr den schon direkt? Hat sie Fotos von sich rumgegeben oder was? Unsere Gebete wurden erhört. Wir sind die Bewohner von Altstumpf. Wir wollen in dieser Gegend die Felder bestellen, hatten aber kaum den Keller unseres Hofs ausgehoben, als diese Monster auftauchten. Zentauren-Patrouillenführer. Ein muskulöser Zentaur mit schwarzer Haut und dunklem Haar lehnt sich mit geschwellter Brust nach vorne, als wolle er die Frau zertrampeln. Halt lauter! Je mehr von euch ihr ruft, desto weniger müssen wir aus euren Löchern treiben. Merga hebt gebieterisch seine Hand, um alle Blicke auf sich zu ziehen. Was wollt ihr von diesen Leuten? Zentauren-Patrouillenführer. Was wir wollen? Zwei Beinen? Das fragt ihr nach allem, was ihr euresgleichen getan hat. Ihr kommt ungebeten in dieses Land, grabt die alten Gräber aus und greift uns, die Hüter dieses Landes, an. Was wir wollen die Welt von dem Schmutz befreien, den ihr verbreitet. Der ist aber so ein bisschen schlecht drauf, oder? Zentauren Bogenschützen. Der hat hier ein Großschwert. Und er hier mit Lanzen Schild. Da sieht unser Elch richtig arm gegen aus. Können wir uns die so ein bisschen anschauen? Okay, alle Zentauren tragen mondförmige Anhänger oder Stammeszeichen. Die Symbole Desnas in ihrer Gestalt als Mutter Mond. Klappt das hier? Nee.
Also die leben schon ewige Zeiten hier in dieser Region, die Zentauren. Ihr verehrt Desna, Fremder, und Desna ist eine gute Göttin. Bringt sie nicht mit den unwürdigen Taten in Verruf. Meganik zustimmt. Das stimmt, wir wandeln unter demselben Mond, Fremder. Ich hielt es immer für ein gutes Zeichen, wenn Feinde miteinander sprechen, anstatt sich mit Pfeilen zu begrüßen. Wenn ihr die Zeit habt, uns zu beleidigen, Fremder, könnt ihr uns gewiss auch kurz erklären, was mein Volk und meine Untertanen getan haben, um euch zu verärgern. Was haben wir denn hier? Ein Zweibein mit Vernunft und Würde? Im Gegensatz zu den anderen, sie sind unseren Warnungen gegenüber taub. Der Zentaur nickt in Richtung der Siedler. Na gut, sind manchmal auch so ein bisschen stur, solche Siedler. Ne? Und meinen, sie können sich einfach alles nehmen. Das kann natürlich auch durchaus sein. Aber wir müssen erstmal rausfinden, wer hier recht hat. Zentauren Patrouillenführer. Also gut, ich erzähle es euch. Allerdings in den Worten der alten Lieder und von Ekora Silberfeuer, die viel weiter sieht als all eure Weisen und Herrscher. Wir sind die Hüter dieses Landes, das vom Bösen beseelt ist. Der Zentaur spricht mit einer gemessenen melodischen Stimme, als er bedachtsam einige heilige Lehren rezitiert. Hier schlummert das Böse, unter jedem Grabhügel oder Obelisken mit einäugigen Schädeln, und ihr Zweibeine wühlt in diesem Boden wie Maulwürfe, raubt geheime Schätze aus den alten Gräbern und fordert ihre schreckliche Magie heraus. Ihr werdet alles zerstören, der Schlafende muss weiter schlummern, der Gefangene muss hinter Schloss und Riegel bleiben. Einäugige Schädel? Das deutet doch wieder sehr... sehr auf eine gewisse Art hin, mit der es schon öfters zu tun gehabt haben. Der Schlafen muss weiter schlummern, was meine ich damit? Ihr habt verstanden, Zweibein, ich gebe euch eine Chance, mit diesem Gesindel abzuziehen. Verlasst die Stadt der leeren Augen. Verlasst die Grabhügel und haltet euch von den Obelisken und den anderen Ruinen der Zyklopen fern. Wendet ihr euch von der Vergangenheit ab, lasst euch der Niemandsstamm in Frieden ziehen. Das ist der Stamm hier in der Gegend von diesen Zentauren. Cefa Lorendus ist ja großartig. Grob geschätzt hat er gerade verlangt, dass hier zwei Drittel der Baronie aufgeben. Einschließlich ihrer besten Felder und Minen. Außer den Bergen gibt es hier überall Zyklopenruinen. Jetzt, achso, jetzt soll ich was sagen als Radar. Die ist ein bisschen kampflustig, würde man sagen. Dann werden wir dieses Land, für dessen Erhalt wir so hart gearbeitet haben, wegen einer Legende über uraltes Übel aufgeben. Mega will eingreifen, kommt aber nicht dazu. Die Miene des Zentauren verfinstert sich und seine Augen funkeln zornig. Eine Legende? Ich wusste, ich hätte nicht wie meinesgleichen mit euch reden sollen. Jäger, an die Waffen! Okay, dann haben wir es versaut, aber gut. Dann bleibt uns nichts anderes. Und der Dörfler hier, der kämpft auf unserer Seite. So, mal gucken. Hat er noch? Greift ihn direkt mal an. Wir gehen mal hier auf den Bogenschützen. Du auf den. Er zaubert. Der Rabauke geht auch auf den. Wir schnappen uns ihn hier. Der zaubert und Feuerzauber. Okay, da müssen wir aufpassen. Was macht die da? Die kann auch zaubern, wie es aussieht. Hirsch, nimm du den. Was passiert denn hier gerade? Reflexrettungswurf, Feuerball. Das hat er gemacht. Das hat er auf diese Frau gezaubert. Warum? Überhaupt nicht auf uns. Ist das eine Magierin gewesen? Er hat sich auch selber Schaden beigefügt damit. Frau Bauke hat 5 Schaden gemacht. Hä? Geht hier ab.
Dann blicke ich nicht mehr so ganz durch hier. Die zaubert ihr Spiegelbild. Okay. Oh. So. Wer hat das denn gezaubert? Oh, Mann. Boah, ey. Hier kommt sie gar nicht mehr raus aus dem Gebiet. Mega blickt schweigend auf die toten Zentauren. Das wäre vermeidbar gewesen. Ich hoffe, die sind nicht alle so hitzköpfig. Ich will meine Herrschaft schließlich mit der Auslöschung eines ganzen Stammes von Zentauren nicht beginnen. Er wirkt von Sekunde zu Sekunde bedrückter. Jetzt haben wir uns neue Feinde gemacht. Sifa Laurentus. Und wie wollt ihr eure Herrschaft dann beginnen? Mit einem von Zentauren abgeschlachteten Dorf. Ob es euch gefällt oder nicht, wir können in der Nähe unserer Dörfer keine Fanatiker dulden. Wenn ihr schon nicht erkennt, wie viel sie die Baronie kosten würden, denkt wenigstens an die Sicherheit eurer Untertanen. Wollt ihr wirklich, dass Kinder, die sich als Mutprobe in das Grab an Zyklopen wagen, von diesen vierbeinigen Wilden getötet werden? Das ist kein Argument. Die Kinder sollten sich gar nicht aufhalten. Was haben die in den alten Gräbern zu suchen? Schon gar nicht mit Zyklopen drin. Das mag ganz davon mal abgesehen. Sicher hat er durchaus recht, allerdings sollten die Leute auch keine Dinge tun, die vielleicht auch verboten sind. Nur aus lauter, sagen wir mal, Blindheit. Kshetislav, euer Gnaden, was die Gräber angeht, unsere Kinder sind dorthin unterwegs, zu diesen riesigen Steingewölben im Süden. Oh, seit wann? Ich hätte wirklich gute Lust, euch an eure Verantwortung als Eltern zu erinnern, aber auch ich war einmal jung und dumm und bin meinen Eltern mehr als einmal entschlüpft. General, Regent, gehen wir zu diesem riesigen Steingewölbe und retten wir diese jungen Narren. Schleift sie, wenn nötig, an ihren Ohren nach Hause. Ja, die haben uns schließlich ziemlich Ärger gemacht. Okay, aber diese Zetislava scheint eine Magierin zu sein. Interessant. Hätte ich hier nicht erwartet. Was haben denn die... Oh. Der ist gut. Kurzspeer, Gold, Klemperkram, einen schweren Schild, eine Fellrüstung, zwei Hände können wir nicht gebrauchen, dann nochmal ein Amulett, ein Helm. Helm des Leitbildes, was ist das denn? Dieser Helm gewährt seinem Träger einen Kompetenzbonus von plus 5 auf alle Wahrnehmens- und Wissenswürfe. Also gewährt er die Fähigkeit, als Schnellaktion dreimal täglichen Zauber zielsicherer Schlag zu wirken. Oh. Okay, interessant. Zielsicherer Schlag. Kann man das ihm geben? Dadurch hat er jetzt die beste Wahrnehmung. Das sieht ulkig aus. Diesem Helm. Jetzt springt er hier rum. Okay, der Helm macht ihn munter. Zielsicherer Schlag. Bin ich noch nicht sicher, ob ihm das was bringt. Angriffswurf kriegt an einen. Der nächste Angriffswurf erhält einen Verständnisbonus von plus 20. Und sie kriegen keine. Ist ja nicht von der Fehlschlagschaden zu Angriff getarnt und Ziel betroffen. Okay. Ja. Aber ob das wirklich was bringt? Everyone is mortal in this world. Oder wäre es eher was when I'm around. Für sie? Zielsicherer Schlag wäre da auch nicht schlecht, denke ich mal, ne? Da sie ja an der Front steht. Gut. Hier sieht es vielleicht ein bisschen normaler aus. So. Naja, gute Wahrnehmung ist jetzt auch, wie es in Natur.
Ja, aber zielsicheres Schlag ist, glaube ich, bei ihr besser aufgehoben. Das haben sie hier. Ein schwerer Schild plus 2. Okay. Den nehmen wir mal mit. Aha, ist auch hübsch bemalt. Ja. Dann haben wir noch eine Fellrüstung plus 2. Eine mittelschwere Rüstung. Ja, die bringt uns nichts. Kann er nicht tragen. Kann sonst keiner tragen. Schade. Die ist aber ordentlich was wert. Gut, die ist mich schon ein bisschen angeschlagen, deshalb jetzt hat die nicht einen vollen Wert, aber 1041, wenn wir sie verkaufen. Können wir schon gebrauchen. Aber die Brustplatte, die sie hat, ist besser. Kein anderer kann so eine Rüstung hier tragen. Und ihre Brustplatte ist auch besser. Okay, dann haben wir hier noch einen Schutzring plus 1. Jetzt geben wir mal ihn. Der Kompositbogen macht mehr Schaden. Dann nehmen wir den. Das ist nicht besser. Gut. Okay, der hat keine zweite Waffe natürlich, ne? Die er sich wehren kann. Okay. Gut, dann haben wir uns hier ausgerüstet. Dann haben wir noch einen Kurzspeer, der nicht identifiziert ist. Und dann war es das. Das ist ein Kurzspeer plus 1. Gut, der bringt uns jetzt so nichts, bringt aber Geld, wenn wir verkaufen. Was ist das hier für eine... Oh, das ist eine Riesenkarte. Okay, das heißt, wir müssen hier irgendwo diese Ruinen finden. Hier ist noch eine Truhe. Looks like I failed. Can you imagine? Keiner kann die aufmachen. Na, ist ja super. Naja, gut, wir wollen ja auch die Siedler hier beklauen, aber sind, man könnte auch als vorgezogene Steuern bezeichnen, das Ganze. Wie komme ich denn hier runter? So. Was ist hier? Umgestürzter Wagen. Hier passiert. Eine Feder. Okay, der ist wertlos. Oh, hier sieht es doch sehr nach Ruinen aus, oder? Ich weiß nicht. Ich muss erstmal nochmal hier in der Richtung rum. Ich würde aber am liebsten mal lagern, um uns zu erholen.
Aber wir sind ja doch ein bisschen angeschlagen hier. Wir gucken uns erstmal nochmal hier die Gegend ein bisschen an. Okay, also wahrscheinlich ist die meiste Bedrohung im Süden. Ich kann nicht weg. Okay. Gut, dann müssen wir hier lagern. Ja gut. Machen wir hier ein Lagerfeuerchen. Wir machen das hier bei den Siedlern. Naja, zwischen den toten Zentauren. Das ist natürlich schön. Ne, machen wir das hier. So. Lagertarnung, okay. Kann da nichts. Nee, der ist echt der beste Koch. Okay. Er kann auch tarnen. So, die können beide das. Was macht er nochmal? Fallen. Okay. Was macht er? Nichts. Auch nichts. Okay, dann soll er die Fallen machen. Wir beide machen die Wache. Dann haben wir Fallen und Tarnung. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann gehen wir mal die Haie. Okay. Funktioniert. Oh, herzhaftes Essen. Hier gibt es keine Unterhaltung, okay. Aber gut. Funktioniert hier. Alle machen ihre Sachen. Hier haben wir sowas gejagt. Auch unser Elch frisst sein Gebüsch dort. Das Elch hier zu tun. So. Ja, ihn haben wir natürlich immer noch die Schwelle des Todes. Das heißt, wir müssen irgendwann zurück in die Hauptstadt. Aber ja. Natürlich ein Problem so ein bisschen. So. Das gefällt mir aber noch nicht so, diese Einteilung. Warum ist Gecko immer so weit vorne? Hä? Ist sowieso alles wieder durcheinander. So. I won't be halted. Vorsichtig, sollen wir uns nicht wieder mit dem Schatz verlocken lassen. Das ist eine Art Schlucht. Scharfe Kralle. Arzneikräuter. Okay. Monster beizaubern. Okay. Spare me the details. Hier haben wir schon ein paar Sachen in petto. Kann er mit sowas umgehen? Dann könnte er zumindest sich wehren bei einem Nahkampfangriff. Ist das nichts. Okay, geben wir ihm das. So.
Verbündete der Natur herbeizaubern. Das kann sie ja nicht. Klein Winzling. Können wir mal ausprobieren, mal sehen, ob das was bringt. Ein Winzling im Kampf, wow. Das ist natürlich eine Kampfmaschine. Der Winzling des Todes. So, was haben wir jetzt hier? Sieht wieder so nach Zyklopenruinen aus. Oh, fuck! Was kommt denn da mal gerade so an? Manticore, wie schön! Okay. Der greift direkt an, oh Gott. Hier sind wir zu langsam. Press on. Shit, okay. Hat schon mal Schaden gekriegt. Oh, der Elch ist wieder hin, okay. Rabauka kommt nicht durch. Der Zauber hat zumindest 9 Schaden gemacht. Rabauka macht keinen Schaden bei dem. Hier können wir mal einen betäubenden Schlag machen. Shit. Die kassiert dauernd. Das ist nicht gut. Das gibt ihr nämlich, okay. Shit. Oh, Leute. This is not the end. I will not die this easy. Das ist aber jetzt ein harter Kampf, okay. Okay. Geht nicht. Wissen Natur ist falsch. Okay. Puh. Naja, gut. Wir sind mit Mignac gewohnt, dass wir diese Manticore mittlerweile mit links erledigen. Hier ist es nicht so. Da war wieder sehr viel Schaden kassiert. Oh, Mann. Das gefällt mir auch gar nicht. So viel Heilzauber haben wir auch wieder nicht. Yes, my friend. Ja, es klappt nicht. Jetzt. 6 Punkte. Ja, okay. Wir müssen echt vorsichtiger sein hier. Der Elch ist natürlich auch hinüber. Der kann doch nicht wirklich viel einstecken, muss ich sagen. Was ist das hier? Kettenhemd.
Was ist denn das jetzt hier? Hätten wir plus 2. Hm. Wir setzen natürlich Geschicklichkeit und die Zauberfehlschlagschance. Hm. Wir haben alle den 7er Rüstung. Das könnte. Ja. Der braucht die Geschicklichkeit für den Kampf. Das Ding ist nicht schlecht, gibt aber nur 6. Können wir nicht gebrauchen. Kriege ich nichts, als was mehr als eine Stufe 6 hat. Ah. Ihnen können wir das nicht geben. Da verlieren wir Geschicklichkeit. Und sie hat eine bessere Rüstung. Und bei ihm verlieren wir auch Geschicklichkeit. Und die können sein, dass die Zauber in die Hose gehen. Ah, schade. Können wir alles nicht benutzen. We do it my way. Hm, hier unten ist noch irgendwas. Oder? Onwards. Hier kommen wir wieder raus. Was ist das hier? Oh, was ist das? Hier liegt eine Leiche. Hm. Toter Bandit. Mit zwei guten Dolchen. Im Grunde haben wir ziemlich viel Geld, aber nur, tja. Kurze Zeit unsichtbar, okay. I lead, you follow. Hier ist eine Mauer. Oh, hier liegt ein toter Zentaur. Oh, ist das ein gutes Zeichen? Oh, shit. Hier ist ein Drache. Ein riesiger Drache. Der scheint aber noch nicht feindlich zu sein. Ein riesiger blauer Drache. Er hat wahrscheinlich diese Zentauren gekillt. Oha. Sieht aber schön aus. Also, so wie er gemacht ist. Verletzter Drache. Der Drache ragt wie ein riesiger Fels vor euch auf. Seine Schuppen sind blau wie der Himmel und reckt stolz seinen Kopf empor. Einer seiner Flügel steht jedoch in einem seltsamen Winkel vom Körper ab. Und seine verwundeten Flanken sind voller Säuremale. Oh, Gäste, bitte kommt näher. Habt keine Angst, wir können einander helfen. Der Drache presst die Worte mühsam hervor, während er sich vorsichtig umsieht, ist anscheinend verwundet. Megawan, seid mir ebenfalls gegrüßt, Herr höflicher Drache. Welches dunkle Schicksal führt euch in mein Reich? Oh, verzeiht mir meine Offenheit, Mensch, aber für jemanden wie mich ist euer Reich nur ein Wort. Ich fliege durch die Lüfte und sehe tagtäglich die Reiche von Prinzchen und Kleinkönigen. Und im Laufe meines Lebens ändern sich eure Grenzen 200 Mal. Und das ist vorsichtig geschätzt. Das laute Schnauben des Drachen kommt einem Lachen trotz seines Zustands erstaunlich nahe. Megawan, ein guter Punkt. Dann verzeiht bitte auch ihr meine Offenheit. Die meisten Herrscher würden keinen unbekannten Drachen in ihrem Reich dulden. Vor allem keinen blauen wie euch. Schließlich seid ihr nicht gerade für eure Freundlichkeit bekannt. Eine höfliche Art, mir zu sagen, dass wir euresgleichen für gewöhnlich töten und berauben. Der Drache stößt dann auch ein schnaubendes Lachen aus. Ich würde euch meine Gegenwart gern ersparen, aber ich fürchte, das geht nicht. Seht ihr,
was an meinem Flügel passiert ist. Nur meine Sturheit brachte mich über die Berge, aber weiter komme ich nicht mehr. Meine Wunden sind schmerzhaft, die Säure frisst sich immer tiefer und die Magie sticht und sticht. Diese verfluchte Iltuljak schreckt nicht einmal davor zurück, anderen Rachen zu berauben und zu töten. Aber ich bin ihr entkommen und werde geheilt sein, wenn sie mich findet. Alles, was ich brauche, ist ein Artefakt, das unter diesem Blatt versteckt ist. Bringt mir seine heilsame Magie und es wird euer Schaden nicht sein. Und ja, ich werde weit weggehen. Er bietet uns ein Geschäft an, dass wir ihm helfen. Kann man einem Drachen trauen? Er braucht uns zwar, weil er selber nicht darunter kann, aber was ist denn ihm das Ding geben? Mega wendet sich zu dir und Cephal zu. Was sagt ihr? Gut. Wahrscheinlich stimmt das erste, aber das dritte finde ich bescheuert. Der wird aus uns Kleinholz machen, auch wenn er verletzt ist. Der ist so ein Riesenrache. Die sind noch viel zu schwach auf der Stufe hier. Und ich denke, zwei wäre gut. Letztendlich, ja, wir sind nicht zu dumm und naiv. Auf der anderen Seite wissen wir, dass er uns verraten könnte. Ich bin aber auch neugierig, was er will und ob wir vielleicht mit diesem Artefakt selber was anfangen könnten. Also wir sollten ihn nicht einfach nur hier abhauen wieder. Was auch immer er sonst sein mag, er ist eine lebende Kreatur und steckt in Schwierigkeiten. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, ihm zu helfen, und falls er uns verrät, tja, wir wissen, was mit Verrätern zu tun ist. Mir gefällt der Gedanke nicht, aus seiner Laune heraus mit einem Drachen zu kämpfen, aber ich will ihm auch kein wertvolles Artefakt überlassen. Naja, sie hat schon wieder die Goldstücke in den Augen. Ich bin heute großzügig, sagte Megawan. Hören wir auf den General. Herr höflicher Drache, was ist das für ein Artefakt, das ihr braucht? Es ist hier unter diesen Platten. Es wird durch einen Zauber geschützt, aber gewiss kann man ihn irgendwie umgehen. Kommt danach hierher zurück, ich werde warten. Kann eh nichts anderes machen. Okay, ist nur ein Zauber und so, der wird uns wahrscheinlich komplett vernichten und wir werden nie mehr wieder hier hochkommen, aber egal. Danke. Das war alles. So, dann sagt mir nochmal ein, was der hier dabei hatte. Ah. Puh. Aber der ist echt cool gemacht, dieser Drache hier. Sieht schön aus. Oh Mann. Schon echt Schmerzen zu haben, wenn sich das anhört. Ich mag das ja, wenn die so wirklich so detailverliebt sind. Also, dass der so Geräusche abgibt und sowas alles. Das ist schon cool. Was sind diese? Oh, hier ist diese Platte. Speichere ich lieber mal. Nachher kann man die gar nicht aufmachen und dann. War das alles umsonst? Ah, ne, hier ist nur ein Schatz vergraben. Ach so, okay. I won't be halted. Hier ist noch was an Ruinen. Ich denke, dass wir gleich aber wahrscheinlich wieder irgendwelche Monster begegnen werden. Schutz vor Bösen, okay. Gut, das kann sie gut gebrauchen als Fernkämpferin.
glaube, wir geben ihm das mal hier vielleicht. Und Rindenhaut. Er kann das eh zaubern für sich. Ja, komm, versuch's nochmal. Jetzt. Hier ist nochmal eine riesige Ruine. Oh, no, nicht schon wieder ein Manticore. Ein Venom-Manticore. You can trust in me. Let's move already. Mal sehen, ob wir mit dem was machen können, bevor der uns platt macht. Nur denn jetzt? Hä? To battle and victory. Oh shit! Hier sind noch. Oh Gott. Die haben mich da also überhaupt nicht gesehen. Believe in yourselves. Manticore. Shit. Shit. Ne, was soll man machen? Die! Okay, die ist tot. Oh, der ist zu stark für uns. Wir sind alle tot. Gegen die haben wir keine Chance. Nee. Da sind wir zu schwach für. Okay. Da nochmal von vorn. Dann gehen wir mal weiter hier. Wird denn hier noch angezeigt? Also das. Dann haben wir hier noch was. So.
Wenn ich mal hier lang gehen, wir müssen hier sehr vorsichtig sein auf dieser Karte. Oh. Believe in the battle and victory. Okay. I will not die this easy. Oh Gott, was ist mit Megawan los? Gut. Okay, Flammenbogen hat gewirkt. Ja, da muss ich mal heilen. Hau ab. Okay. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Die sind zu stark für uns. Klar, den haben wir zwar jetzt erwischt, aber trotzdem. Bringt nichts, ne. Die Monster hier sind zu stark für uns. Alter Falter. Wow, die sind immer gut ein paar Stufen über uns. Jei. Okay, das hilft nichts. Wir müssen uns da hier irgendeine Taktik überlegen, wie wir damit klarkommen. Dann holen wir uns hier nochmal die Schätze. Das ist echt übel. So, hier nochmal. Naja, das können wir nicht gebrauchen. Also, da würde ich mal sagen, wir gehen wieder zurück zu unserem Lager. So, hier. So, hier dieser Wagen. Und über Nacht nochmal, weil wir müssen nochmal auftanken hier. Der Elch ist halb tot. Die Karte verlassen können wir ja auch nicht. Können wir eigentlich dieses Lager hier benutzen? Boah, ey, aber jetzt drei so Ungeheuer, Manticore und was weiß ich alles. Oh, das ist wirklich ein bisschen... Bisschen viel. Zwar hier drin, also das kriegen wir ja nicht auf. Hier ist unser altes Lager. Ja, dann, okay. Können ja nicht weg, ne? Ja. 4 Stunden. 4 Stunden nur? Und 6 Rationen gejagt? Okay, manchmal dauert das die ganze Nacht. So, Elchi ist auch wieder da. Sehr schön. Jetzt haben wir Nacht, okay. Die stehen immer noch hier rum. Ja. Wollen Sie mal Lagerfeuer anmachen? Puh. Das ist echt alles übel. We did it my way. Ja. Wie du meinst.
Dann gucken wir mal, ob wir auf der Seite hier weiterkommen. Vielleicht ist es da ein bisschen weniger das Monsterdichte, dass wir uns hier so ein bisschen durcharbeiten können und haben vielleicht zwischendurch auch nochmal eine kleine Möglichkeit, vielleicht nochmal aufzusteigen. Also die Monster hier sind mir ein bisschen zu stark für uns. Das ist echt übel. Na gut, schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht hier bei Megavan und Pathfinder Kingmaker. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bye bye.